Und damit herzlich willkommen zum nächsten GTA-Video. Beim letzten Mal haben wir zunächst dieses Bootsrennen gemacht und danach, diese verrückte Mission da, 5 Polizeisterne am Ende, das FBI im Nacken, als wir dieses verdammte komische Pulver da für diese fette Tante gesammelt haben. Ja, ich sage einfach mal fett, ich erlaube mir diese Ausdrucksweise hier in diesem Video und, ich denke mal, ich mache jetzt hier mal weiter. Und Dias lasse ich nochmal ruhen. Ich fahre erstmal. Oder fahre ich doch zu Dias? Ich weiß es nicht. Ja doch, komm, Dias. Ich habe mal wieder Bock auf eine Hauptmission. Ah, was ist denn das jetzt hier? Ab zu Dias mal gucken, was er. Ob er einer seiner Ausraste hat, dieser Typ. Hat es auch nicht mehr, ganz ehrlich. Ah, schon wieder Orientierungsprobleme hier. Ja, doch nicht. Hier ist unser nettes Gebäude, was wir in die Luft gesprengt haben. So, gucken wir mal hier in die schicke Villa hier. Ah, super gedreht auch noch. Ich fahre wieder direkt vor die Tür hier. Angebot und Nachfrage, oh mein Gott. Eject, plastic crap! You're doing this to me? Who do you think you are, you piece of plastic shit? Bro, you! It is my favorite El Burro movie. It died. What else can I do? It's probably not plugged in. What? Damn. No matter. I can buy 100 more. Now, Tommy. Each month, a freelancer sails into Vice City in Morris's yacht. He sells his cargo to the first boat. I want you to take the speedboat and beat all the other shitheads to it. Then you bring the cargo here. Okay? Ach, der Typ. Wie kann man denn nur so doof sein? Und ich muss wieder Boot fahren. Och nein. Und der Missionszettel irritiert mich auch ein bisschen. Wenn man hier in GTA schon mit Themen aus der Schule konfrontiert wird, oh mein Gott, das kann nichts Gutes sein. Na, jetzt bin ich ja noch in den blöden Pool gelandet, super. Ja, da steckt er mal eben nicht den Stecker in den Fernseher rein, ja. Oh, nette Musik. Let me guess. You thought I could use a guardian angel. I'm just saying, you need to let me in there, my man. Now you can feed me all this lonely tough guy crap. But I know one day I'm gonna save your ass, and you're probably gonna wanna kiss me. Wacko. We got some competition. So Tommy, we know it was Diaz busted our deal. So why in the hell are we running errands for him? The more we learn now, the less we have to learn when we take this town over. I like your style, man. Real fresh. Och nein, ich hasse Bootfahren irgendwie, das hier. Diese, Lenkung irgendwie total bescheuert, finde ich. I'm Land Vance, genau. Ja, super. Es läuft ja mal wieder hier. Klasse. Komm, fahr. Eieieiei, diese Steuerung. Da kriegt man ja auch die Krise, kriegt man da, ey. Was? Zu langsam? Ich war auch da gewesen. Aber so langsam mehr ist okay.
Kann man jetzt einfach nochmal zu dem zurückfahren, oder? Ist das möglich? Vielleicht wird es wieder neu laden. Bringt ja jetzt nichts. Ja, okay, also wenn ich da die UM-Steuerung so ein bisschen in den Griff bekomme, dann schaffe ich das ja eigentlich, oder? Ei, ei, ei. Ja, ich glaube, das war's. Ach, nicht ganz, okay. Ich lade trotzdem neu. Und spule wieder vor, wie immer. So, Freunde, ich habe mal ein bisschen vorgespult, das erlaube ich mir jetzt einfach mal. Also, ich will nicht dann wieder unnötig die Videos in die Länge ziehen. Von daher habe ich mir das jetzt mal wieder gespart, ne? Ja, das kann ich auch überspringen, super. We got some competition. Ja, dann Feuer mal, ne? So Tommy, we know it was Diaz busted our deal. So why in the hell are we running errands for? The more we learn now, the less we have to learn when we take this town off. Einfach die Typen einholen sollte jetzt nicht doch so schwer sein. Die Schwierigkeit kommt, glaube ich, erst danach. Ah, super. Das war jetzt ja einfach. Boah, fährt das Vollding rein, ey. Watch yourself, they're coming from all over. Got it. Head for Dan as fast as you can. Hilfe. Das meine ich mit der Schwierigkeit. Die Schwierigkeit kommt noch. Hallo, schieß doch tot, Mann. Auto brennt. Nee, das Boot brennt natürlich. So. Man muss natürlich auch die Tücken hier kennen von der Mission. Wo denn? Tschüss. Ah ja ja, gleich kommt's noch dicker. Mein Boot hält das glaube ich auch nicht mehr durch. Okay, das lässt mich in Ruhe. Ach, geschafft. Good shooting, my friend. You're a real proper grade A lunatic. Well, thank you. See you around, Tommy. Okay, Mr. Lance Vance Dance. Mr. Lance Vance Dance. Und endlich mal eine ordentliche Bezahlung hier. Das muss man schon sagen, dass der Trainingsanzug bei Jogsport in Downtown erhältlich. Ah, cool. Ein Trainingsanzug, ist auch mal chillig so. So rumzulaufen, oder? Okay, die Mission war ja doch nicht so schwer, wie ich es mir gedacht habe. Also da habe ich jetzt mit deutlich schwierigeren Sachen gerechnet. Aber so ist das ja manchmal. Ja, jetzt finde ich natürlich wieder nicht den Ausgang hier. I had it for you. One, two. Tag, Freunde. Ach, ich hasse das hier, diese große Villa, wo man überhaupt keinen Überblick hier hat. Hier ist mal wieder kein Auto da. Mann, 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 Mann. Hier ist auch kein Auto da. Ich die Krise. Nein, bloß nicht diese Pille aufnehmen. Bloß nicht. Aber ich habe keine Lust drauf jetzt.
Ja, ich denke mal, da versuche ich mich nochmal an einer Nebenmission. Gibt es jetzt ja momentan auch nur Nebenmissionen, fällt mir auf. So, das kommt noch irgendwie ein Auto. Ah, bleib stehen, schade. Gibt ja momentan auch nur Nebenmissionen. Are you the doctor? Nein, ich bin nicht der Doktor. Oh Mann, oh Mann. Was soll das denn? Sieht aus wie ein Doktor. So, bei ihm im Kleiderladen gibt es den Trainingsanzug. Wo ist denn das? Downtown. Keine Ahnung, wo ist Downtown hier? Ach, scheiß drauf, ich behalte mein schönes Hemd. Gibt's das hier irgendwo? West Point? Ne, Ocean Beach? Keine Ahnung. Scheiß drauf, ey. Fahre ich zu der fetten Tante oder zu diesem Muskelprotz? Keine Ahnung. Boah. Ich habe immer noch nicht nach dem seinem Namen geschaut. Keine Ahnung. Ach, hier kann man uns. Kann man sich umziehen. Das machen wir mal. Ach, ein Anruf, guck an. Yo, Tommy, it's Lance. Yeah? Oh, nice to hear from you, Lance. Come on, man. Be cool. Be cool. I'm in the middle of something. What do you want? Nothing. Just to say, you know, look, Tommy, we can do this thing. You and me, no problem. You know what I mean? We're going to have to do it, because otherwise we're going to be dead, Lance. We're in too far now. But thanks for the call. Speak to you later. Ah, das ist der schicke Anzug, okay. Ah, sieht mal auch wie ein Styler aus, würde ich sagen, oder? Behalte ich das mal an. Ach, weißt du, was hat der Lenz denn für Probleme? Ruft er einfach an und ich dachte, es kommt mal ein neuer Missionspunkt, aber nein. Wir müssen nur so dumme Scheiße labern und wir schaffen das. Ja, okay. Ach, schon wieder. I'm enjoying a little R&R at the Club Malibu. I reckon you'll go owe me a favor or two up in this sunshine. I'll see you later. Ach, der kennt Paul. Ach ja, genau der. Der Frauenversteher. Der Frauenversteher, okay. Na, was? Wird gespeichert? Jetzt habe ich gespeichert, gut. Ja. Gebot Nachfrage. Okay. Ja, ich mache jetzt eine Nebenmission erstmal. Will ja jetzt auch nicht unnötig Zeit verlieren, also ich gucke mir wie immer die Mission erstmal an. Wenn es was Schwieriges wird, dann geht's beim nächsten Mal halt weiter, so wie eigentlich immer. Und wenn es wirklich irgendwo, wenn ich nah dran bin, es wieder zu schaffen, geht das Ganze wieder über 20 Minuten. Das kennt ihr ja mittlerweile. So mein System, was ich hier drin habe. Versprechen kann ich da nie was. So, ich fahre jetzt irgend zu einem, was näher einfach dran. Das ist jetzt egal, was es jetzt ist. Zu irgendeinem Punkt fahre ich jetzt. Ja, also wie gesagt, Hauptmission gibt es halt auch nicht so viele hier. Da ist eher der Fokus so ein bisschen auf die Nebenmission und natürlich auf diese Unternehmermission. Da freue ich mich auch schon so ein bisschen drauf, wenn die kommen. Aber ich will jetzt hier erstmal ein bisschen weiterkommen an diesen Nebenmissionen. Da gehen wir wieder in dieses schöne Café hier. Kanonenfutter. Papi, mein Problem, Tom. Papi, un gran problema. Roberto, my son, what happened? The Haitians. I hate these Haitians. They messed with me for the last time. These Asians
We'll take him out. Only we need some backup. I lost a few hermanos already out there. Amigo, you drive good. For a woman, right? This is no time for joking. Come on, drive for me again. Take my boys over there, and then we'll take these Haitians down. If they mess with me, they mess with the biggest boy in town. Wie eine Frau, ja. Sorg dir ein Auto. Ja, da vorne habe ich einen stehen, das ist immer schon Schrott, das ist nicht gerade von Vorteil. So. Das ist genug Platz, scheiße. Ja, komm, kannst du dein Auto wieder haben. Alter, das gibt's doch nicht. Willst du mich verarschen? Greift die Tussi mich an, nur weil ich ihr Auto geklaut habe. Ich brauche einen Viersitzer. Bleib stehen. Ach, da sind sie ja schon. Hey, was ist denn jetzt los? Was holen die mich vom Auto raus? Ich blick nicht mehr durch hier. Hilfe. Oh mein Gott. Nee. Das sehe ich gerade hier irgendwo nicht ein. Was ist denn das? Einen Moment mal. So, Freunde, ich habe mir mal ein Auto beschafft. Das habe ich jetzt eben gerade nicht eingesehen, dass ich da einfach Leben verloren habe und ich da von irgendwelchen Typen gemobbt wurde. Ich habe eben gedacht, das wären die... das muss man jetzt auch nicht verstehen, oder? Laufen die eiskalt gegen die Tür, also. Setze die Kubaner am Kampfort ab. Sei vorsichtig, ja mal. Das habe ich eben schon gemerkt, dass hier irgendwo was faul ist. Das braucht er mir nicht zu sagen. Ach ja, GTA und dieser Bandenkrieg, das nervt einfach. GTA 3 hat das einfach genervt, finde ich. Hier in White City ist es, glaube ich, nicht so ausgeprägt, aber jetzt kommt das um diesen Haitanern und Kubanern und was gibt es denn noch, keine Ahnung. So, also ich muss aufpassen, hier nicht ins offene Messer zu laufen jetzt hier gleich. Stimmt, da gibt es eine Schießerei, 100%, und ich muss mich irgendwie beteiligen. Oh nein, ey, ich habe keine Lust. Ist das hier nicht, wo Tante Paulette irgendwie wohnt? Die fette Tusse. Ich ahne nichts Gutes. Das klingt schon nach einer Schießerei. Hey amigo, good to see you can make it. This stinking nest of Haitians, we gonna kill them all. Charge! So. Ich halte mich mal hier ein bisschen zurück. Ah, habe ich keine andere Waffe? Ich dachte, ich hätte noch so eine andere Scheiße. Mist. Scharfschützengewehr will ich auch nicht verschwenden. Ihr macht ja auch mal was oder steht ihr nur hier rum? Doch gar nicht. Was schießen die dahin, ey? Vielleicht wäre es auch mal sinnvoll, von der anderen Seite zu kommen, oder? Ach komm. Man gönnt sich ja sonst nichts, also Scharfschützengewehr. Wenn man dann auch noch nicht trifft, ist das natürlich noch... Sind ja immer mehr. Da sehe ich ja nicht ein, meine ganze Munition von meinem Scharfschützengewehr hier zu verschwenden. Ach, ihr seid mir ein paar Weicheier hier, ihr macht ja nichts, ey. Ja, jetzt trauen sie sich mal vor, bin ich denn ihr Boss oder was?
Wow, ich muss weg mal. Muss mich mal gerade hier wegmachen. Ich komme mal von der anderen Seite. Ich glaube, das macht. Das fand meine Karre. Was ist das denn? Ich glaube, das macht mehr Sinn. Gibt es hier eine andere Seite, einen Eingang irgendwie? Das würde, glaube ich, Sinn machen sogar. Ah, schade, hier geht's nicht weiter. Ja, jetzt bin ich wie über 20 Minuten, aber scheiß drauf. Das will ich jetzt halt noch schaffen. Ja, ich denke mal, hier sollte irgendwo dann das alles ein Ende irgendwo haben, ne? Ach, das ist die Schrottplatz. Gibt's hier auch so eine Schrottpresse wie ein. GTA 3. Okay. Nee, hier geht's doch nicht lang, oder? Nee, sieht nicht so aus. Nee, hier gibt's kein anderes Ende, schade. Oh, es geht woanders noch rein. Das werden ja irgendwie gar nicht weniger, so habe ich das Gefühl, oder? Habe ich mich da jetzt getäuscht? Ah, hier haben wir also. Hier stehen die Herren. Gut zu wissen. Komm einfach mal. Das Auto schießen und dann hätten wir vielleicht so eine Massen. Ja, das wollte ich. Dass da erstmal so 3-4 Mal auf einen Haufen sterben. Jetzt haben wir noch 2 da. Ich glaube, das sollte jetzt. Oh. Das hat es natürlich auch in sich. So, jetzt noch ein Kollege. Bam. Ihr Vollpfosten, ihr lauft da eiskalt rein. Shit happens. Taxi! Und lass mich raten, lassen die Sau alle abschießen. Sniper. Ja, mache ich. So nämlich. Ich habe nämlich auch so ein Gerät. Oh Mist, jetzt habe ich mein Scharfschützengewehr verloren. Nur weil ich das aufgenommen habe, schade. Ja, doch, habe ich noch zu tun. Sauber. Fight like men with huge cojones! Sind ja nicht mehr viel. Ach du Scheiße, wie viel sind denn das noch? Nein! Shit! Wo? Alter, gibt's doch nicht. Okay, ich beende die Folge und bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.